Wie schnell kann ich Pets im Latte X durchspielen mit einem völlig neuen Account? Ich sehe es natürlich erst, nachdem ich einen Dog ausgewählt habe, der heißt dann auch Riley. Und wir legen direkt los. Mit einem neuen Account. Aber ich werde mich gar nicht erst mit Riley begnügen. Wir gehen natürlich ins Summer Islands Event. Weil, wenn wir da reingehen, bekommen wir direkt ein Event-Pet. Also ein Pet aus dem... Oh nee, warte, da wollte ich gar nicht reingehen. Ich bin dumm. Aber jetzt komme ich zum Sommer-Event. Hier wollte ich hin, bekomme ein Pet. Und mit dem Pet kann ich dann sehr viel schneller farmen. Was ist denn das hier? Wo kommt das Butterfly-Egg her? Hugest Remaining? Was? Wo kommt das denn auf einmal her? Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen. Egal. So, hier farmen wir einmal. Wir farmen auch die Rank-Ups. Ihr seht, für Rank-Ups bekommt man keine Gems mehr. Und das finde ich echt ziemlich schade. Aber immerhin haben wir die Rank-Ups. So, nachdem wir die Rank-Ups gefarmt haben, gehen wir wieder zurück zum Shop. Und müssen uns jetzt hier einmal schnell durchgrinden. Heute ist unser Ziel, so schnell wie möglich Pets und Latte X durchzuspielen. Ich glaube, ein paar Früchte nehme ich auch immer mit. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bei der Upgrade-Maschine kann ich mir aktuell keine Upgrades leisten. Das ist echt schade. Früher konnte man bei Pets und Latte X Speedruns sich direkt ein paar Upgrades leisten. Ist jetzt einfach nicht mehr drin. Es ist jetzt einfach nicht drin. Gut, hier sind einige Crates, die ich bekommen kann. Ich gehe natürlich hier auch auf den Diamond Boost, weil Diamonds sind gut. Dreimal so viele Coins ist auch gut. Und einfach weitermachen. Jetzt einfach durchrennen hier. Das bringt uns vor allem dann was. Wir müssen viel abbauen. Ich brauche nicht alles einsammeln. Ich muss eigentlich nur möglichst schnell vorankommen. Bei der ersten Welt kommen wir ja sowieso easy durch. Nach ein paar Minuten bekomme ich ein paar Pets geschenkt von Pet Simulator. Aber dieses Pet habe ich mir natürlich direkt am Anfang geholt, dass ich gar nicht erst warten muss auf das erste Geschenk, das mich nach vorne boostet. Ich will jetzt den Rekord für Pet Simulator X nach dem Sommer-Event 2 haben. Und das hat bestimmt noch keiner versucht. Deswegen werde ich den Rekord sicher haben. So, ich bin übrigens schon ein insane Hacker. Gut! In der Fantasy World angekommen und ich bekomme auch mein erstes Fantasy Pet. Das heißt, ich habe exakt die Zeit gebraucht, die Pet Simulator predicted hat, die man brauchen würde. Für die Fantasy Welt. Oder zumindest, wann man langsam mal dort ankommen sollte. Haben wir hier eigentlich ein paar sinnvolle Drops? Naja, das hier mit 25 Mal Coins lohnt sich auf jeden Fall immer. Aber sonst ist hier jetzt nicht wirklich was, wo ich mir denke, boah, das muss ich unbedingt abbauen. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich habe schon 120 Millionen von den Fantasy Coins. Ohne Crate natürlich, immer. So, dann gucken wir. Haunted Island? Ich weiß gar nicht mehr. War Haunted Island 666 oder nur 66? Oh, war gar nicht so viel. Hell Island war das mit den 666, perfekt, wir gehen direkt hier rein. Weil hier gibt es nicht nur viele Crates, die gut sind für meine Haut. Hier gibt es auch noch einen Kometen. Oh mein Gott, alles auf den Kometen sitzen. Wo sind meine Pets? Hä, die Pets bauen nicht ab. Die versinken im Boden, was soll denn das? Ach Mensch, jetzt ist es verbuggt oder was? Egal, wir bauen die Kisten hier ab. Zum Glück hat jemand hier Boosts aktiviert, das bringt mir auch was. Ich werde jetzt auch mein erstes Free Gift einsammeln, weil dadurch bekomme ich vielleicht auch ein paar Boosts. Hab jetzt aber, glaube ich, noch keine bekommen, oder? Nee, noch habe ich keine bekommen, schade. Ich finde es schade, dass ich den Kometen nicht abbauen kann. Wegen diesem blöden Bug. Und die Kisten ja auch nicht, oder? Doch, immerhin. So, 180 Millionen. Ich werde noch ein bisschen hier farmen, dann geht's weiter. Ah, nee, das sind nicht Millionen, das sind Milliarden. Okay, wir sind fertig. Vergesst es, wir machen hier jetzt durch. Wir gehen wieder zurück zur Spawnwelt. Und dann rüber zum Glacier. Kaufen wir uns frei. Ich brauche mehr Diamonds dafür. Alter, als ob ich so wenig Diamonds habe. Nicht mal den blöden Teleporter kann ich mir leisten. Okay, dann muss ich hier jetzt wirklich durchrennen. Dann benutze ich meine Gems tatsächlich doch nicht für den Teleporter, sondern für die Upgrades. Ich laufe auf der linken Seite. Die Drops sind mir egal. Mir ist es nur wichtig, dass ich die Crates abbaue. Und die Früchte. Und die Saves natürlich. Mir fehlen noch 23 Crates. Das kriege ich hin. Warte mal, ich bin an der Upgrade-Maschine vorbeigelaufen. Oh, das frisst Zeit. Egal. Ich glaube, ich werde keinen guten Rekord aufstellen. Alleine, weil ich jetzt so viel laufen muss und die Teleports nicht drin sind. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Orbs-Reach und Speed. Ja, wo ist mein eigener Speed? Gibt's das nicht mehr? Man kann seinen eigenen Speed nicht mehr erhöhen. Das wurde einfach entfernt. Alter. Ja, dann erhöhen wir Pet Strength. Ey, da oben hinten ist was mit 100 Mal Coins. Kann man immer machen. So, natürlich die Saves hier noch mitnehmen. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann und mitnehmen sollte. Alter, es frisst so viel Zeit, dass ich da hinten hinlaufen muss. Warum kriegt man keine Gems mehr für den blöden Teleporter? Na gut, noch 11 Crates. Die haben wir ja bald. So, Area frei. Und dann bauen wir diese Kiste ab. Wenn wir die Kiste abbauen, gibt es, glaube ich, auch nochmal einen Bonus. Ich weiß nicht mehr, wie viel das bringt. Ich stelle mich möglichst nah an die Kiste ran. Ich habe die Orb-Range ein bisschen erhöht. Das heißt, ich sollte auch ein paar von den Tech-Coins schon bekommen, wenn ich das Ding hier abbaue. Und ich sollte bald eigentlich auch ein neues Pet bekommen von Pet Simulator. Sehr gut. Einmal einsammeln, was einzusammeln ist. Und dann geht's ab in die Tech-World. Oh, ich hätte die Quest für die Gems auch in der Fantasy-World machen müssen. Dadurch habe ich Zeit gefressen. Und jetzt kriege ich das Glitched Dragon-Pet.
Ja, danke schön. So, das equippe ich natürlich. Dann habe ich den blöden Dog nicht mehr. So, einfach abbauen und durchlaufen. Abbauen und durchlaufen, sage ich immer. Na gut, hoffentlich finden wir noch ein paar Saves. Oder sind das hier Saves? Oder sind das Kisten? Ich weiß nicht, als was die Dinger zählen. Ich habe es einfach vergessen. Wir laufen einfach durch. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, in dem ich nicht mehr so einfach durchlaufen kann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh. Jetzt muss ich mehr Sachen einsammeln, oder? Na doch, mit dem Dreifach-Bonus eben ging es dann doch noch klar. Redeem Rank Rewards. Rank Rewards kann ich schon machen. Okay, ich redeem jetzt auf jeden Fall erstmal das Free Gift und gehe dann zu dem Portal, damit ich die Quest annehmen kann, die sagt, dass ich, Alter, es dauert so lange, diese Kisten abbauen muss. Ich habe schon so viel Zeit gefressen. Wo sind meine anderen Pets eigentlich? Egal. Noch eine Giant Hacker Chest, okay. Und Quest müsste abgeschlossen sein. Jo. Dann gehen wir jetzt durch das Portal und haben es in den Void geschafft nach 11 Minuten und 27 Sekunden. Okay, im Void müssen wir jetzt einmal, ich glaube, jetzt können wir das einfach mal nutzen und gehen nochmal zur Spawnwelt und holen uns die Rank Rewards ab und dann holen wir uns nochmal die Upgrades, die wir holen können. So, Rank Rewards 125.000 ist echt nicht viel, aber ja, komm, geht schon klar, kann man mitnehmen. Und jetzt teleportieren wir uns rüber in den Void. Kann ich eigentlich schon Axolotl Ocean? Nein, ich muss zum Void. Und das kostet mich so viel? Ich dachte, das ist die Anfangsregion, deswegen geht das klar. Wie viel kostet mich das? 50.000. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, die Anfangsregion kosten nichts mehr. Alter. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ich nehme die Rewards an, habe jetzt 100.000 Popsicle Coins und ich muss mich jetzt zum Shop teleportieren und gehe zur Summer Island und ich hoffe einfach, dass die Leute, die hier sind, einfach ein Eck freigelegt haben, das sich für mich lohnt und dass ich es abbauen kann, dass ich es öffnen kann. Bitte, sag einfach. So, ihr baut mal da hinten an der Kiste, die lohnt sich, glaube ich, am ehesten. Warte, ist hier nichts? Nur ein Eck habt ihr. Okay, die haben ein Eck mit einer zweifachen Chance freigespielt und dachten sich dann, ja, das nehmen wir. Wir könnten eine 50-prozentige Chance haben, aber wir nehmen das mit der 2-prozentigen. Okay, 5 Millionen. Kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann es mir gar nicht leisten. Oh, 5 Millionen kriege ich auch nicht so schnell zusammen. Oh, so ein Mist aber auch. Ah, oh, mein System zerbröselt, Leute. Es zerbröselt. Oh, der Free Gifts. Ja, noch ein Free Gift. Wow. Jetzt habe ich 10 Millionen Gems. Und, oh, Boost. Boost ist gut. Das ist sehr gut. Wir öffnen das hier. Wie stark ist so ein Ladybug? Sehr gut. Das ist stark. Das ist sehr stark. Davon öffne ich so viel ich kann. Ich öffne einfach. So, und so, ich öffne jetzt. Vielleicht kriege ich noch was Besseres. Ich kriege nur Ladybugs. Ist in Ordnung. So, ich habe jetzt ein Inventar voll mit Ladybugs und teleportiere mich jetzt zum Void, weil jetzt habe ich auch die Gems dafür. So, Boost anmachen. Boost mache ich dann an, wenn ich sie brauche. Und bei den Ladybugs hat sich das jetzt nicht gelohnt. So, wenn es nicht so unglaublich lange dauert. Aber ihr könnt mich sagen, dass das der normale Player-Speed ist, oder? Egal. Ab zum Axolotl Ozean. So. Wir bauen hier erstmal ab, was wir abbauen können. Saves muss ich breaken. Ist in Ordnung. Hier gibt es vor allem Kisten da unten. Die Ladybugs helfen mir sehr. Wir haben 1 Million. Das reicht. Gut, wir gehen weiter. Oh, das hier sind auch Saves. Sehr gut, dass hier auch Saves sind. Das wusste ich nicht. Das haben wir, glaube ich, im letzten Livestream besprochen, dass es hier Saves gibt. Ich habe schon wieder vergessen. Lohnt sich das, die Kiste abzubauen? Na, ich kriege auf jeden Fall Ranks. Seht ihr, wie der Balken so ganz langsam hochgeht? 1%. Wir sind auf jeden Fall mit dem Axolotl Ocean durch. Ich baue jetzt noch Saves ab. So, immer schön Saves abbauen. So, jetzt geht's ab zur Pixelwelt. Ich bin bei 17 Minuten 29. Unfassbar. Aber man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich in viel früheren Pet Simulator Versionen das Spiel ja schon durchgehabt. Früher ging es ja nur bis zum Ende der Tag World. Pet Simulator ist halt jetzt schon viel länger geworden. 15 Millionen habe ich zusammen, also gehen wir jetzt weiter hier. Pixelwelt komme ich immer noch easy durch mit den ganz normalen, hier, wie heißt es, Marienkäfern aus dem Event-Eck. So, was? Einmal nicht auf die Zahl geguckt und schon kann ich es mir nicht leisten. Oh, es ist schön, dass ich die Sachen jetzt wieder einsammeln kann, ohne so weit, so nah dran sein zu müssen. Okay, jetzt habe ich mehr als genug. Und ich bekomme ein Pet, das ich nicht ausrüsten werde. Das mir jetzt auch noch meine wertvolle Zeit steht, weil ich währenddessen nicht abbauen kann. Ich hasse es, dass man nicht klicken kann, während der Saei-Öffnen-Screen vor dem Bildschirm ist. Das finde ich echt nervig. Da hinten ist übrigens der Pixel-Volt und den werde ich auch nutzen, um dann meine 49 Saves für die Mission noch abzubauen. Ja, natürlich, 1 Milliarde, das wusste ich natürlich. Und ihr braucht jetzt wirklich so lange zum Abbauen? Okay, gucken wir mal rein, was wir für Boosts haben. Blub, blub. So. Jetzt geht's schon besser, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, Leute. Alles, was ihr wolltet, waren kleine Boosterchen, ne? Und wir haben die Milliarde zusammen. Baut's da mal die Saves für mich ab, Leute. Baut sie ab. So, noch ein bisschen hier abbauen. Lohnt sich das, wenn ich jetzt auf 41 Saves gehe, bevor ich weitergehe? Oder würde sich das eher lohnen, wenn ich weitergehe und die Saves nebenbei mitnehme? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich brauche auf jeden Fall bald mal wieder ein paar stärkere Pets. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem die Pets wirklich eine Weile brauchen, um fertig abzubauen. Ja, aber dann mache ich die Lootbags Mastery. Hier sind Lootbags. So.
Ja, das Event ist vorbei und der Mysterious Merchant ist da. Den lasse ich mir nicht entgehen. Mysterious Merchant, Cave. Ja, Hinder. Was auch immer ich mir kaufen kann, ich werde es kaufen müssen. Ach, ich kann mir nur die Dinger leisten. Egal. Was? Und ich kann es mir nicht mal leisten. Nein! Oh, nein! Oh mein Gott, gib mir Gems, please. Ach, komm schon. 25B. Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie lange ist der Mysterious Merchant da? Könnt ihr mir das sagen? Weil hierfür brauche ich 1, 2, 3. Das schaffe ich nicht. Ja, ich schaffe das jetzt nicht, die Quest durchzumachen. Okay, wir gehen rüber zum Vault. Auf zum Vault, Leute. Und nach 23 Minuten sind wir angekommen in der Cat World. Und dann geht's direkt weiter. Ich fange schon an mit dem Stricken. Oh, das ist gut. Die Frucht hier liebe ich. Das ist meine Lieblingsfrucht. Hä, ich brauche noch mehr? Oh, ich dachte, ich hätte viel mehr Coins, als ich habe. Das ist gut. 25 mal Coin-Multiplikator ist immer geil. Weil jetzt habe ich genug. Gut, ich muss mehr abbauen, aber ich krieg's hin. 10 mal Multiplikator ist immer gut. 5 mal Multiplikator ist auch gut. Aber wir haben noch nicht genug. Noch nicht. Komm schon. Ja, 3 mal Multiplikator auf der Kiste hat sich übelst gelohnt. Und jetzt können wir weitermachen. Natürlich die Orange mitnehmen. Ich sag immer Orange, Orange. Wir sind am ersten Punkt angekommen, an dem es dauert. Unangenehm. Hm. Und hier gibt es dann nicht einmal Saves, die ich abbauen könnte, um in der Quest weiterzukommen. Ich muss einfach auf einen Multiplikator irgendwo hoffen, oder? Wenn ich hier irgendwo was mit einem Multiplikator finde, wie das hier, dann bringt mir das auf jeden Fall mehr. Da hinten ist ein großer Multiplikator, ein 25-facher. Sehr gut, die Multiplikatoren, die bringen mich jetzt noch durch. Ich muss nur mehr finden. Einige Zeit später. Okay, ich bin soweit. Ich habe die Cat World durch. Dann brauche ich die Kiste. Die Kiste braucht lange, okay. Jetzt hier vielleicht noch ein paar Saves abbauen, solange ich kann. Weil ich brauche ja sowieso noch ein paar Gems. Ne, brauche ich gar nicht. Ich bin hier durch, ne? Ich bin durch mit dieser Welt. Kann in die Doodle-Welt gehen, oder? Gut, dann werden wir das machen. Ich will nur noch ein paar Saves abbauen. Ich will diese Saves-Quest endlich abgeschlossen haben. Und ich bin so kurz davor, also mache ich das jetzt. Und wir haben die nächste Quest des Vaults. 50 Vaults. Dann machen wir hier noch ein paar Vaults. Na, die brauchen auch ein bisschen länger. Okay, sobald ich die Vaults hier abgebaut habe, würde ich sagen, auf zum... Wo ist er? Vault, um von dort aus in den Limbo zu gehen. Und es geht endlich auf in den Limbo. Und das bei 29 Minuten und 23 Sekunden. Okay. So, wir sind in der Doodle-Welt und bauen direkt die ersten Doodle-Coins. Aber ich kann. Und ich mache einfach das, was ich kann. Ach ja. Vermisst ihr das nicht auch, wie die Doodle-Welt rauskam und es super lang gedauert hat, alles abzubauen? Also nicht abzubauen. Obwohl, abbauen hat schon lange gedauert. Aber voranzukommen, weil das Farmen halt auch so lange gedauert hat. Oh. Immer so schlimm, wenn man eine neue Währung hat und dann wirklich für die neue Währung grinden muss. Ich weine dann immer. Was macht ihr? Wie geht ihr damit so um? So, jetzt haben wir das. Unlock. Und dann nehmen wir hier gleich die ganzen Multiplikatoren mit. Da hinten nochmal ein 25-fach-Boost. Den kann man immer gerne mitnehmen. Damit kommen wir dann wieder ein bisschen schneller voran. Wir brauchen jetzt 200 Millionen. Ich hoffe, die 200 Millionen kriege ich zusammen mit diesem 25-fachen Boost. Ja, auf jeden Fall hat der Lootback jetzt schon mal 8 Millionen gebracht, immerhin. Hab kurz gehofft, dass es 10 Millionen wären. Aber 10 Millionen habe ich jetzt schon mal. Und wenn ich es abbaue, kriege ich dann nochmal ungefähr 15 Millionen ungefähr. Ist in Ordnung. Endlich habe ich genug Coins und endlich habe ich die letzte Welt der Doodle-Welt freigeschaltet und bin damit für immer und ewig fertig. Nie wieder Pets zum Lotto X, oder? Wenn du auch der Meinung bist, nie wieder Pets zum Lotto X, dann gib einen Daumen hoch.